Ihr braucht meine Hilfe. Aber wenigstens wird Khalid gut geheilt. Gut. Wobei auch jemand anders diesen Tank hätte vertragen können. So. Weg mit dir. Da ist noch einer. Ist hier schon der Ausgang oder? Wir haben auf jeden Fall schon sehr viele Werwölfe hier unten getötet wieder. Ja. Auf jeden Fall erreicht Talisa ihr letztes Level noch vor Durlaks Turm wahrscheinlich. Okay, hier unten ist nichts mehr. Damit waren wir hier unten fertig. Jetzt müssen wir halt hier hoch. Da oben wird wahrscheinlich der Ausgang sein. Ja. Der Regenerationstrank hat Khalid schon ziemlich hoch geheilt. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Naja, ich hoffe mal. Ja, beinahe unter ja, Hira wird nicht so schnell wieder die Schussbahn geraten. So, hier ist nichts. Und da ist der Ausgang. Gut, das war das Labyrinth der Werwölfe. Ging einigermaßen. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder im Norden der Insel rausgekommen. Nichts leichter als das. Wo wir das Schiff, den Schiffsmast gesehen haben. Es ist auch endlich klar, wie wir zu diesem sicheren Hafen kommen. Diese Werwölfe hier machen echt keinen Sinn. Sie haben die Seekarten gehabt. Sie hatten den Zugang zu dieser sicheren Bucht hier eigentlich durch die Höhlen. Ich meine, die Bucht ist abgeschirmt. Hier kommt man nicht einfach so hin. Ach, Imoen. Wenn niemand besser geeignet ist. Das war gut. Ja? Hier lang. Nichts leichter als das. Lass die Kämpfer nach vorne. Ihr seid fremd hier. Ihr nicht gehören dazu. Ihr habt getan, was ihr musstet, aber ist es genug. Das war's. Ihr werdet sterben. Warum sollten wir kämpfen? Wir können immer noch mit eurem Schiff das weitersuchen. Lasst uns doch alle gemeinsam gehen. Ihr werdet sterben wie der Rest eurer Sippe, Monster, ihr alle. Ich wünsche jedoch nicht, euch alle umzubringen. Gebt mir die Seekarte und das Schiff und ich gehe. Naja, einige haben wirklich bewiesen, dass sie freundlich sind und uns nichts Böses wollen. Und sie ist halt einfach verwirrt. Sie hat uns ja auch noch nicht angegriffen. Deswegen geben wir ihr mal die Chance. Gib mir die Seekarte. Solch Großzügigkeit, doch selbst wenn ihr geht fort, ihr werdet sterben. Andere werden kommen, andere Narren, die wollen, bekämpfen das Böse in uns. Nein, wir müssen alleine hier bleiben, wie auch ihr. Sterbt und schlaft und ihr werdet nicht kennenlernen, die Einsamkeit. Vielleicht wir können es noch einmal versuchen, falls Seela zurückkommt. Bis dahin jedoch, wir bleiben. Bist du ein höherer Werwolf? Nein, du bist ein normaler Werwolf. Also kriegst du mal eine Breitseite. Ich tue mein Bestes. Schön, dass Khalid das abgefangen hat, solange seine Regeneration noch gewirkt hat. So, wir haben unsere Seekarten wieder. Wenigstens etwas. Ja. Gut. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Dann können wir uns noch das Gold hier schnappen. Und ich nehme mal an, wenn wir das Segel benutzen, reisen wir zurück. Gut, ich denke mal, für uns gibt es hier eh nichts mehr zu tun. Wir haben alle Quests erfüllt. Wir können jetzt eh nichts mehr erfüllen, weil alle anderen tot sind. Größtenteils. Wir haben schöne Beute gemacht. Also Baldurans Buttermesser und sein Logbuch und vor allem sein Schwert.
Und den ganzen Rest. Ja. Ich würde mal sagen... Was? Vor allem Erfahrung. Damit würde ich mal sagen, können wir getrost abreißen. ETW von 6 übrigens ist verdammt gut. Khalid hat nur einen von 7. Okay, Khalid hat auch das falsche Schwert. Jetzt müsste er einen von 5 haben. Das ist besser. Was für ein ETW hat Minsk? 7. Trotz seines guten Schwertes. Und alle anderen haben einen etwas schlechteren ETW. 10 und 16. Naja, gut. Dyna hier ist auch nicht wirklich zum Kämpfen ausgebildet. Die Vai ist ja eher eine Magierin. Mit 39 Überlieferung. Cool. Wie viel Überlieferung hat Talisa? Mittlerweile 19. Damit weiß sie wenigstens ein bisschen was. Im Gegensatz zu Minsk, der von gar nichts eine Ahnung hat. Okay. Ja? Dann wollen wir mal absegeln. The journey home is mercifully without incident, though the events on the isle you left behind continue to weigh heavily on your mind. On the surface, it would seem that you have succeeded in your mission and found the remnants of the legendary Balrun's ship, if not the ultimate fate of the man himself. The cost of this information was high, however, both for you and for the island's inhabitants. Aside from their missing chieftain, they will never leave their island home. Though likely, this is for the best of all concerned. You have left with your life, and a rich reward awaits your return to the mainland. Mendus will be waiting to hear of your triumph, and it is quite a tale you have to tell. Okay, wie immer, da man vielleicht das Englische, den englischen Text, der jetzt gerade gesprochen wurde, nicht gehört hat. Und ja, das ist komischerweise auf Englisch. Wahrscheinlich haben sie sich einfach nicht die Mühe gemacht, das aufs Deutsche, nochmal ins Deutsche zu übersetzen. Werde ich das Ganze nochmal vorlesen. Die Reise nach Hause verläuft glücklicherweise ohne Zwischenfälle. Doch was auf der Insel geschehen ist, beschäftigt euch noch immer. Oberflächlich betrachtet scheint ihr eure Mission erfolgreich abgeschlossen zu haben, denn ihr habt die Überreste von Baldurans legendärem Schiff gefunden. Wenn ihr auch nicht herausfinden konntet, welches Schicksal Balduran selbst ereilt hat. Doch auch diese Entdeckungen sind nicht nur euch, sondern auch den Bewohnern der Insel teuer zu stehen gekommen. Abgesehen von ihrem verschollenen Anführer werden sie diese Insel nie verlassen können. Doch das ist wahrscheinlich das Beste für alle Beteiligten. Ihr seid mit dem Leben davongekommen und bei eurer Rückkehr zum Festland erwartet euch eine stattliche Belohnung. Mendas war schon darauf, von eurem Triumph zu hören, und ihr habt in der Tat einiges zu erzählen. Gut. Hütet euch besser vor meinem Zorn. Wer bist du jetzt? Ihr seid zurückgekehrt, Abenteurer. Meister Selat erwartet euch. Ja, Mendas ist Selat, das konnte man sich zum Schluss her denken. Ihr täuscht euch, guter Freund. Wir sind zurückgekommen, um Mendas von Tiefwasser zu treffen. Und wer ist dieser Selat? Aus dem Weg, Dummkopf. Wir haben keine Geduld mit euch. Wir sind gekommen, um uns mit Mendas zu treffen. Der Meister hat viele Namen auf diesem verwünschten Boden. Aber Selat ist der einzig wahre. Oder Selat. Ah, das soll nicht eure Sorge sein. Diese Geschichte wird mit jedem Erzählen verworrener. Ist Mendas oder von mir aus auch Selat, Kaishagans Gefährte? Lass mich entscheiden, ob es mich was angeht oder nicht. Wer seid ihr? Ist er Kaishagans Gefährte? Selat Garn ist der Anführer des wahren Volkes. Er wartet auf die Rückkehr seiner Gefährtin Kaishas. Warum seid ihr nicht mit ihr zurückgekehrt? Es ist nicht an euch, Fragen zu stellen, welche Rolle spielt ihr in dieser Geschichte? Es sieht so aus, als hätte man uns betrogen. Kaishas ist tot und ihre mörderischen Konsorten starben mit ihr. Das wollten wir ihm vielleicht nicht so direkt ins Gesicht sagen. Wir wurden ausgesandt, Balorans Logbuch zu holen. Hier bringen wir es und dafür erwarten wir unsere Bezahlung. Das Buch ist völlig unwichtig. Eure Aufgabe war es, des Meisters Sippe zu retten. Und wo ist die Gefährtin des Meisters? Es sieht so aus, als hätte man uns betrogen. Kaishas ist tot und ihre mörderischen Konsorten starben mit ihr. Mörderischer Schuft, Abschaum. Der Meister wird dafür euer Mark aussaugen. Na, das will ich mal sehen. Okay, er flüchtet gleich zu seinem Meister.
Wir sollten uns vielleicht, wenn da Winders uns sicher angreifen wird, wenn wir ihm erzählen, dass wir seine Frau getötet haben, uns vielleicht etwas vorbereiten. Ja. Kalle zum Beispiel. Wie viel Geschicklichkeit hat er eigentlich? 16. Kalle zum Beispiel kann den Trank der Lebenskraft trinken. Minz kann seinen Wolkenriesenstärke-Trank trinken. Weil Minders wird sicher ein höherer Werwolf sein. So. Talisa braucht nichts trinken, aber Segen sollten wir so weiter sollten wir sprechen. Ah, dafür sollte Khalid den da mal ablegen. So, dann könntest du Segen sprechen. Du kannst das sprechen. Du sprichst Hast. Dann kannst du dich verschwimmen. Verdoppeln. So, du machst noch deine göttliche Macht auf dich. Du machst eine Flammenklinge und du schützt dich mit der Kugel. So, Khalid kann seinen Mantel wieder anziehen. Und dann werden wir Menders mal einen Besuch abstatten. Auch wenn wir jetzt völlig imbar sind. Ich muss mit euch sprechen. Bitte hört mir zu. Ihr kommt mit leeren Händen zurück. Hat Berasch doch gesprochen die Wahrheit? Ist meine Frau tot? Sie ist uns keine Wahl. Sie hat uns mit dieser üblen Lykanthropie angesteckt und wollte uns nicht weglassen. Entweder musste sie oder wir dran glauben. Warum habt ihr uns ausgeschickt? Was sollte auf dieser Insel geschehen? Das Logbuch war völlig unwichtig. Balduran war ein Nichts. Er wollte die Gabe nicht, die die Großväter ihm boten. Oh, er redet mal von den Großvätern. Ihr solltet nun geben Kaishas die Seekarten und Karuk töten, damit er nicht könnte folgen. Kaishas hätte Pak hierher gebracht, wo ich einen Ort für sie vorbereitet habe. Ihr Armseligen, ihr konntet nicht einmal ausführen solch einfache Aufgaben. Stattdessen tötet ihr meine Familie und steht Schiff, um zu retten eure kriminelle Haut. Schluss mit dem Geschwätz, Minders. Es wird an der Zeit, dass ihr für eure Lügen und eure üblen Absichten bezahlt. Seid auf den Tod gefasst. Wir werden jetzt gehen. Wir haben doch bloß verhindert, dass eure verfluchten Leute die unschuldigen Leute hier anstecken. Ihr seid für Kaishas Tod verantwortlich, denn ihr habt uns unter falschem Vorwand dorthin geschickt. Ja, wir könnten ihn wirklich einfach töten. Er ist ein übler Schuft. Aber nach allem, was Talisa so durchlebt hat, will sie eigentlich keinen Tod mehr sehen. Oder er ist schon genug damit gestraft, dass ein Großteil seiner Sippe tot ist. Also werden wir gehen. Selbst wenn ich euch laufen lasse, würdet nicht weit kommen. Ihr seid angesteckt mit Lykanthropie. Ihr nicht weit kommen werdet, bevor ihr verliert Kontrolle. Diese Krankheit kann nur geheilt werden, wenn ihr tötet den Anführer der Wölfe. Der bin ich und ich euch keine Chance geben werde. Ihr werdet hier heute sterben. Der blutige Tag der Abrechnung steht bevor. Zu mir, Barisch, auf das gerecht werde, meine Liebste. Ja, das haben wir nicht ganz bedacht, dass wir ihn töten müssen, um die Lykanthropie an uns zu heilen. Nett, dass er uns das sagt. Sonst hätten wir das total verpennt. So, Dünner hier, du grillst mal den Werwolf. Während der Rest die volle Kanne auf den da geht. Okay. Das wäre erledigt. Irgendein hübscher Text, das... Oh ja, hier was Waffe unwirksam ist. Nein, kein schöner Text. Und auch kein Level-Up für Talisa leider. Naja, gut. Was? Das kommt sicher noch. Menders hatte noch 100 Goldmünzen bei sich. Und der hat schon wieder Karten. Achso, der hat ja eine Kopie davon gemacht. Langschild. Was will ich mit einem Langschild? Fällt mir gerade so ein. Kettenhemd jedoch. Das sieht interessant aus. Aber wir haben keinen Zauber mehr zu identifizieren. Ja, nichts leichter als das.
Nun gut, wir müssen eh mal schlafen. Nichts leichter als das.